Genau, ist nur Katz. Moische, schon immer dumme Diskussionen mit meiner Tochter, ne? Das Übliche. Geh mal rüber. Zeig's mich. Hund, geh aus der Fie. Ich filme dich nicht, nerv mich nicht. Aber man sieht mich im Hintergrund. Ja, Hey Mama, wie soll ich denn jetzt dein Katzenfutter geben? Schon irgendwie hinkriegen. Frau Gabel. So. Ich war gerade beim Aldi. Nee, Löffel. Was jetzt? Gabel oder Löffel? Löffel. Steht noch was draußen. Ja, dann muss ich halt noch Rolle gehen. Oh, Katastrophe. Moment, ich muss mal gerade mehr Pulsarer machen. Welche an? Moment. Ja, auf sie jammern, aber ey. Eine Katastrophe, moin schon, ne? Da han ich moins um 8 Uhr, han ich schon die Angel draus, ne? Moment, ich zeig euch schnell noch ein Holiday. Milchshake. Milchdrink. Ich bin müde. Was? Ich bin müde. Ja, dann geh, tschüss. Jammerlappe, ey. Oh, ey. Wasche. 12 Jahre alt. Unfassbar, ne? Das sag ich, ey. Da krieg ich meins schon in der Zusammenbruch, ey. Was hast du gesagt? Nix. Ich kann das Video nochmal anhören, dann hör ich, was du gesagt hast. Nein, das ist nicht. Kann ich auch mal filmen, wenn du willst. Ich habe dem Hund mal nur Essen gekauft, Dose, Futter. Nee, du kriegst gar nichts. Und die da. Ich habe so einen Hunger. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen, ey. Dann habe ich noch einen Kopfsalat mitgebracht. Ich habe gedacht, ich kaufe mal einen Kopfsalat. Weil irgendwie der Eisbergsalat, da habe ich mal irgendwie Ekel dran gegessen, ne? So, keine Ahnung. So, dann. Moment, ich muss mal locker. Oh, so, ich habe Fleisch geholt. Ich will heute nämlich Lasagne machen. Ja. Und ich habe mir so großer Packholle, weil normalerweise hole ich immer Hackfleisch und friere mir das in, damit ich immer da habe. Ne? Weil wenn sonst nichts mit da ist, dann ist wenigstens noch Hackfleisch da. Ja. Aber die haben Haut, also das wäre mehr abgelaufen und ich kaufe das dann nicht mehr. Ne? Ich bin da ein bisschen komisch drin. Ne? Das ist halt, was soll ich sagen, ne? Macke, ne? Das ist halt so. Dann hatte ich noch Spaghetti Bolognese gekauft. Ja, ist das da dann? Hätte ich ja doch gleich gesehen, hätte ich das gar nicht Ich habe mal Eiweißbrot gekauft, ne? Und jetzt sehe ich, dass da wie das aussieht. Ich muss weinen. Ich habe das nur von vorne gesehen und nicht von hinten. Ach, wenn es Eiweißbrot ist, kann es wenigstens einigermaßen appetitlich aussehen, oder? Katastrophe, ey, ehrlich. Da wäre schon noch bestraft dazu, ey. Dann die Weckscher da. Brötchen. Moment, die mache ich noch gerade. So mache ich jetzt mal gerade nach. Während ihr dabei seid in die Dingsbums, in der Oben, werde ich verhungere gleich. Ach du liebe Güte. Moment, du kannst dich nur noch um Stunde handeln. Da wird aber einer Hunger. So, Moment. Also, ich bin ja ein richtiges Glückskind, ne? Muss ich euch echt sagen. Hat Meier, geht der Heiko die Bier raus und gibt dann nochmal rin. Dann denke ich, was ist da jetzt schon nochmal, ne? Und dann hat er ein Päckchen in der Hand. Macht er, doch. Da hat er hinter eine Blume gestochen. Da freue ich mich, ich bin daheim. Ne? War ich gestern fort? Nee. Gestern war ich den ganzen Tag nicht weg. Nö. Oder? Wo war ich denn gestern? Nö, gestern war ich daheim. Die klingeln nicht, ne? Die schmeißen das Päckchen vor die Tür und laufen fort. Meine Güte, ne? Weißt du, was
ich mal links noch klingeln tut, dann ist dir noch gut. Ich meine, die Unterschrift brauchst du jetzt ja eh nicht mehr, ne? Aber im Moment jetzt nicht, ne? Aber dann kann man doch mal klingeln. Da ist ja auch nicht so viel verlangt, ne? Nö, einfach die Gier geschmissen. Fertig ab. Ja, und dann hat der Heiko das dabei gefunden, ne? Da hätte ich mich gefreut. So. Und ich habe aber noch nicht. Ich habe nur mal aufgeschnitten. Aber ich habe noch nichts aufgemacht. Natürlich dann Filme. Dann habe ich dann die Nudeln da mitgenommen, weil ich eigentlich. Ich will ja das dann hier machen. Aber ich habe gedacht, ich finde keine Lasagneblätter. Und dann habe ich gedacht, komm mal die Nudeln da mit. Da machst du ja sowas. Ich habe hier doch auch noch Brötchen. Ja. Echt jetzt? Siehst du, so bin ich, ne? Ich habe jetzt noch nichts gefrühstückt, ne? Ich schlafe total neben der Spur, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was ich noch gekauft habe und was nicht, ne? Also wirklich. Dann habe ich noch die Dornbrötchen, weil ich weiß nie, ob der Elias meins was essen will oder nicht. Ne? Und dann, wenn ich das dann abends dann gesagt kriege, und dann mache ich meins dann noch Brötchen. Das hält sich dann alles länger, ne? Wie wenn ich jetzt Brot habe. Das mache ich jetzt aber auch so, dass ich die Scheibe Brot infriere, ne? Damit ich dann abends jetzt zum Beispiel von der Heiko zwei Scheiben Brot rausholen kann. Ne? Die taut. Ach, was mache ich denn das jetzt auf? Ich am Backe, ey. Ohne Witz. Oh, drehe ich total neben der Spur. Oh, das gibt's ja gar nicht, der Tod, ne? Ich finde so schlimm, ne? Wegschirr. Also, das sind Elsässer. Bei mir heißt es Wegschirr. Ich bin wie von der Rolle, ne? Komm, wir leben da hin. Oh mein Gott, von Leute, Trost auf Form, ehrlich, da, ne? Dann habe ich noch Toast mitgenommen. Das ist wirklich eine Schande. Eine Schande. Und dann noch Küchenroll. Weil meine ist alt. Was macht denn der schon nochmal? Entschuldigung, ich habe vergessen, mit Halsband auszuziehen. Achso, das kann ich nachher immer noch machen. Ich will ja alles auspacken. Also, irgendwas stimmt mit dir nicht, ne? So, Moment. Ich hab's gleich. Vielleicht nehme ich nochmal los. Katastrophe, ey. So. Dann habe ich noch Sportshampoo mit Gold, 55 Cent. Die haben, also, Preise bei manchen Sachen, wo ich dann von mich denke, wir sind ja im Aldi, nicht in der Apotheke, ne? Ja, also hat er 55 Cent gekostet, also habe ich es mitgeholt, weil deine Unmasse, wo die da an sich schmiere, verstehst du, da gewäsche ich ja nicht mehr her, drüber, ne? Dann habe ich Kaffee mitgeholt. Der Heiko hat heute Morgen nur 3 Kaffee getrunken, weil kein Pets mehr da war. Ja, und ich habe auch noch die Bosch Tassimo, ne? Aber da habe ich jetzt auch kein normaler Kaffee da. Und die andere Sache, wo Zucker drin ist und so, da trinkt er nicht, ne? Ich habe noch Slip-Anlagen mitgenommen. Und da dazu, ne, muss ich euch jetzt auch noch gerade was sagen, ne? Ich habe immer gedacht, weißt du, vom Aldi, ich habe die immer von Always vorher geholt, ne? Jetzt habe ich gedacht, komm, probierst du die mal aus, ne? Weil, hey, plötzlich jeder Slip-Einlage gebraucht hat, ne? Dann schön, komm, ich hol die mal, dann gucken wir mal, ne? Die sind super. Die sind super, ganz ehrlich, ne? Die kleben mal wirklich, ne? Verstehst du, die andere, die rutscht da durch die Schlüpper, als wäre da Rutschbahn oder so, ne? Verstehst du, dann hast du am Bähnhänger auch sonstiges. Das ist echt so, ne? Das ist nochmal.
too much information. Aber jede Frau kennt das. Jetzt mal ehrlich, wenn so Slip einladen, dann buchst haftet dort, verstehst du? Dann flutscht die überall rum, wo sie nichts verloren hat. So ist das. So habe ich mal, das ist jetzt mal nicht gelogen, ne? Ich habe beim dem Arzt geguckt, ne? Beim Schellhaas in Lebach, ne? Guck ich da, ist so all die Frau rumgekommen. Oh, die hat mir so leid getan, ne? Die ist auf die Toilette gegangen. Dann ist nochmal da rausgekommen, hat praktisch gerade vor dem Klo geguckt, ne? Das ist natürlich, ne? Dann ist die da rausgekommen und ich habe so geguckt, wie man halt so normal so guckt. Und dann hat die Slip-Einlage ohne am Buchsebein rausgucke. Na, also, das ist ja schon dann peinlich, ne? Wenn du da irgendwo rauskommst. Und ne? Ihr Sohn hat da dann gesehen, ne? Und hat es dann, hat es nochmal die Chlore gezahlt, ne? Aber ja, ne, das sind Dinger, das muss ja nicht sein. Ne? Wenn, also ich muss sagen, ich bin total zufrieden damit. Ne? Also da beginne ich 1 Euro, also 99 Cent davor aus. Und wie viel bezahle ich? 1,89 oder sogar 2,49, ne? Im Kaufland. Ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall bezahle ich ein gutes Stück mehr. Ne? Und ich weiß noch nicht mal, ob so viel drin sind wie hey. Dann Lasagne, die Lasagneblätter, die habe ich dann auf dem Weg zur Kasse gefunden, die habe ich dann natürlich auch mitgenommen. Oh, jetzt habe ich schon Krampf in der Hand. Und noch einmal, ne, weil alles muss ja zweimal sein, außer die Slip-Einlage und da da und die Nudeln. Heute habe ich nicht alles zweimal geholt. Kann mich ja mal benehmen, ne? Und das French Dressing. Das ist auch super gut. Also ich mag das sehr. Ne? Also das schmeckt richtig gut. Ja, kann ich nicht sagen. Dann habe ich noch Genießer Salami mitgeholt. XXL. Das sieht aber nicht aus wie XXL. Da mache ich mir eigentlich mehr davon. Und Butterkäse. Meine Kinder will Butterkäse. Also kriegen sie Butterkäse. So. Dann habe ich mal noch so Probedingen da, Volumen und Kraft, Haarschampoo mitgebracht. Oh, das riecht so gut. Jetzt habe ich mal über die Finger gekippt, ey. Schlaues Kind, ey. Weißt du, dann soll es. Oh, das riecht gut. Und 2 Flaschen Cola Zero. Kann ich mitgebracht. Ich schaue heute eigentlich nicht vor für den Kaffee. Ich wollte am Wochenende Kaffee gehen. Ja, und was habe ich noch? Habe ich jetzt alles, was mit Nied und Nagel verstorben gezeigt? Ja. Oh, was ich jetzt mit denen weg? Weil hol ich ja besser raus und friere sie innen, gell? Das war wahrscheinlich das Beste, ne? Jetzt habe ich hier aufgerissen, ich Dummkopf, ey. Siehst du, so ist das. Und pass mal auf, ich drehe mich jetzt rum. Da vergesse ich schon nochmal, dass ich Brötchen habe. Ne? Vergesse ich dann schon nochmal. Herr im Himmel, ey, was mit mir nur los, ey. Gehirn amputiert, ne? So, gut. Jetzt gucke ich, dass ich was frühstücke. So verrecke ich hey, eher an Ort und Stelle. Ne? Unfassbar. So, ich gucke mal, was im Dach so ist. Ich muss jetzt erstmal nachfragen, ob ich das filmen darf, das Päckchen. Und wahrscheinlich, und dann muss ich auch noch nachfragen, ich habe nämlich von Etsy, von einem Shop, wo ich Papier als Favorit geherzt habe, ne? Herzigen habe, ne? Die hat mich gefreut, ob ich das gerne mal ausprobieren wollte, kostenlos. Da habe ich gedacht, ey, was ist denn das für Frau? Ey, ja klar, ne? Weil ich bin ja so, ich meine, ich hans ja, hat es ja gern, wenn es mal gefallen hat, ne? Und dann habe ich erst gesehen, wie der das eigentlich ist. Da habe ich auch gedacht, also da hätte ich mir jetzt nicht bestellt. Ich habe da drauf geguckt, ich habe mir das angeguckt, ne? Und das fand ich halt hübsch so jetzt, ne? Und vielleicht, ich gucke mal, dass ich das ausdrucke und euch dann zeige, ach. Ich muss gucken, ich verspreche nichts. Weißt du, das ist bei mir ja in meinem Holocaust, ist das ja manchmal ein Theater. Ne? Verstehst du, da will ich das machen, da will ich das machen.
dann will ich dies und tralala und was weiß ich nicht machen. Die zahle ich die Kissen mal von der Couch, hat neu gewäscht. Die habe ich im Kursprogramm gewäscht, damit ich die alle gar gewäscht kriege. Weil ich kann ja jetzt hey Kissen nicht über Stunden wäschen, ne? Also die Kiste ja, die Zierkissel-Dinger ja, ne? Da tut der Travis immer drauf rumwutze, Verstiche drüber sappern und was weiß ich nicht alles, hat dann noch alles da. Er will es nicht wissen. Auf jeden Fall, ja, habe ich die mal gewäscht, weil es ist halt super schön, es ist richtig schön. Ne? Also das ist jetzt schon strahlend blauer Himmel und wie ich jetzt am Aldi geparkt habe, wie ich rausgekommen bin, da war das Auto schon warm wird. Ne? Also hey, war es noch angenehm, habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, Christ, der hat vielleicht anständig Schirm, ne? Da, ich bin ja halt ja ein bisschen verstört, ihr wisst ja, ne? Der Heiko zum Beispiel, der hat ein Dach, also der hat so Eier mitbringen und hat die, da war es auch heiß, und hat die im Auto leer gelassen, ne? Bis abends. Ich kann die nicht mehr essen. Ich weiß nicht, ob, ne? Ne? Ne, geht nicht. Da bin ich echt extrem drin, ne? Also bei mir braucht man keine Angst haben, dass man Lebensmittelvergiftung kriegt, ne? Also da bin ich echt ganz extrem, ne? Weil das ist echt, ne? Etwas, was wirklich keiner haben will, denke ich mal, ne? Also kramst du gern gleich jetzt mal, ne? Und ich bin halt da, ja, übervorsichtig, ne? Ja, der, eigentlich im Rest von der Familie ist das eigentlich ziemlich egal. Die wissen ja auch, dass ich aufpasse, ne? Eigentlich, Tolli, das freut dann immer nur von mir so Pissacke, kann ich das doch noch essen? Ich sag, das hast du echt aufgemacht, oder? Ja. Und ich sag, ja, was frechen dann? Weißt du, wenn es jetzt vor einer Woche zwei aufgemacht worden ist, dann gucke ich dann, ne? Aber so, wenn man es gestern echt aufgemacht hat, dann ich laber noch mal nur richtiger Wasserfall. Ich gucke jetzt, dass ich was esse, ne? Weil ich habe richtig Hunger. Tische, ich kann sogar schon ausgetut, ey. Jetzt kriege ich auch noch, oh, ey, also neue. Ah, und noch Dankeschön, ne? Für die guten Tipps, ne? Mit der Wärme. Ich habe nämlich die Naht. Ich habe mal gestern Abend dann eine Wärmflasche gemacht und habe ja die in die Ricke gelegt, ne? Und ich muss sagen, es ist schon besser, ne? Also das war ja wirklich der eine Tag, ne? Da war es schwül draus und der Ricke hat so weh getan und mein Kopf, ey. Und ich habe nochmal, Mensches Kind, da ist die Brille so dreckig. Ich habe nochmal keinen Kopf weh. Außer, ja, wenn ich ausgerenkt bin halt, ne? So, naja, die Brille muss sauber, hey, das... Ach Gott, ich sehe aus wie ein Maulwurf ohne Brille. Das ist schon mal ganz anders. Ah, und dann muss ich auch mal bei Vielmann anrufen. Da tue ich mir einen Termin holen. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe wirklich nichts mehr. Das ist nicht gelaufen, ne? Dass die mir halt, ich muss da noch Gläser haben. Ich wollte die anderen April. Geht so nicht, ne? Also, ich sehe wirklich nichts mehr. Ich glaube, vielleicht ist auch da davon so ein bisschen Wasche, Kopfweh da, ne? So unerschwellig immer, ne? Also, das Schlimme war von hinten, das habe ich gemerkt, aber immer unerschwellig, so von der Aue her. Ich mache mal schon Troppe so als in die Aue. Weil die mir dann wehtun halt eben. Ja, gut, genug gelabert. Das war der erste Streich. Der nächste folgt irgendwann am Tag, ne? Dann mal bis Neujahr oder so, ne? Tschüss!